So, was ich Angst habe, wenn das so weitergeht und die Politik sich weiter so verhält mit ihren grünen, linksgesteuerten Ideologien und damit unser ganzes Land geißelt. Wir reden hier von nicht mal 20%, die gewählt haben. Und die schreiben uns vor, maßen sich an, sind übergriffig, wie wir hier uns zu verhalten haben. Waschlappen. Dann kann ich nur sagen, ich merke schon, dass die Menschen einfach nicht mehr können, die Schnauze voll haben und es brodelt. Und wenn die Damen und Herren im Bundestag mal aus ihren Palästen rauskommen würden und sich mal zwischen die Bürger stellen würden, dann würden sie es auch merken. Sie haben bloß Angst, mit Eiern beschmissen zu werden. Und bei vielen von denen leider, das haben sie auch alles dafür getan. Ich kann nur sagen, wenn das so weitergeht, befürchte ich, dass wir Übergriffe haben werden. Und jetzt passen Sie auf. Das Entscheidende ist ja eins. Wenn der erste Polizist zu Tode kommt oder der erste Bürger zu Tode kommt, dann gibt es Massenunruhen. Und was passiert dann? Setzt man dann die Bundeswehr ein im Inneren? Was passiert dann? Und dann ist es wie so ein Dominostein, der dann immer weitergeht. Und dann gibt es ja auch welche, die nur darauf warten, dass die ersten Steine fliegen und dann das mitmachen. Und davor habe ich Angst, dass das passiert, wenn das immer weiter außer Kontrolle gerät. Und die Politik soll entweder endlich handeln, und zwar so, dass es für alle nutzt, oder verdammt nochmal geschlossen zurücktreten. Denn das, was sie jetzt bringen, ist beschämend, ist zum größten Teil asozial und vor allen Dingen, wenn sie etwas fordern, sollen sie es vormachen. Und das tun sie nicht und deswegen sind sie für mich untragbar bei dem, was sie da abziehen. Also einmal ganz ehrlich, das, vielleicht wissen Sie das ja nicht, wir haben ja letztens darüber geredet. Ich bin mit Marcel Luther angetreten in Berlin. Wir sind angetreten und man hat diese Wahlen beschissen, hat man da. Man hat diese Wahlen, das ist unterirdisch, man hat die Demokratie mit Füßen getreten. Man hat einen Marathon stattfinden lassen zu einer Zeit, wenn unsere Wahlen nicht mehr sicher sind. Und wir jetzt darüber diskutieren müssen, ob oder nicht wiederholt werden. Natürlich müssen die wiederholt werden. Und wenn die wiederholt werden, müssen die auch im Bundestag wiederholt werden. Und dann wollen wir doch mal sehen, ob sie dann immer noch so gewählen wie jetzt. Ein paar verstrahlte Schafe sind immer dabei.